Ja, hallo mal wieder. Ja, man sitzt so da und überlegt sich, womit kann man seinen Mitmenschen noch so auf den Zeiger gehen? Nun, Resident Evil hatten wir bereits. Filmneuzugänge. Naja, der Monat ist noch jung. Was gäbe es da noch? Na gut, ich bin relativ filmverrückt, das heißt, meine Filmsammlung ist jetzt nicht wirklich sehr klein. Aber ich habe da noch ein ganz gewisses Faible, und zwar Japan. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein durchgeknallter Otaku bin, der Japan für das Land von Sake und Honig hält, denn auch die Jungs kochen nur mit Wasser. Und es gibt genauso unangenehme Schattenseiten wie bei uns auch. Aber ich finde es unheimlich interessant und vor allem das japanische Kino hat es mir angetan. Also widmen wir uns japanischen Filmen. Nun, da es jetzt nicht unbedingt sehr wenig Filme sind, die ich da habe, werde ich nicht detailliert auf jeden einzelnen eingehen, weil sonst könnte es bis zur Rente etwas eng werden. Zum einen oder anderen Film vielleicht ein paar Worte. Einiges auch nur im Schnelldurchlauf. Oder zu diesem und jenem Film ein paar Details. Das wird sich spontan entscheiden. Gut, und den Anfang macht der Aal. Mit dem lustigen deutschen Untertitel Fantasien von Männern und Frauen. Ein Film über einen Mann, der wegen Mordes aus Leidenschaft im Gefängnis saß und dort eine Freundschaft zu einem Haustierchen entwickelte, und zwar einem Aal. Unagi heißt der Film auch im Original, was Aal bedeutet. Nicht zu verwechseln mit Usagi, das heißt nämlich Hase. Den Film gibt es, wie man hier unschwer erkennen kann, auf Deutsch. Vertrieb von Alive, Gib Käse im Schuber. Ganz hübsch gestaltete DVD. Ein dickes Werbebooklet. Nun, es gibt auch sehr viele Filme, die den Weg nicht nach Deutschland finden. Zum Beispiel dieser hier. About Her Brother. Ein Film über ein schwarzes Schaf, und zwar den versoffenen Bruder, der dann irgendwann wieder auftaucht und eine Hochzeit platzen lässt. Ja, so ein kleines Familientrama von, na, können wir sie sehen, Yoji Yamada. Der Name könnte vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen, denn er hat einen Film gemacht, der in Deutschland auch sehr bekannt geworden ist. Samurai der Dämmerung, Twilight Samurai. Und das ist die Hongkong DVD im Schuber, innen wie außen. Das sind diese kleinen, aber feinen Filmchen, die ich aus dem Ausland blind bestelle. Weil sie auch in Hongkong nicht unbedingt gerade teuer sind. Accidental Kidnapped. Ja, ein Kerl, der zufällig in eine, ja, Kidnapper-Situation gerät. Unter anderem mit Sho Aikawa, den man aus ziemlich vielen japanischen Filmen kennt. Ja, doch oft bei Takashi Miike mitgespielt. Die Scheibe kommt aus Malaysia. Hatte ich mal auf einer Börse mitgenommen. Und wie so viele japanische Filme, blind. Da werde ich zum Sammler. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Dann ein etwas bekannteres Gesicht. Takeshi Kitano in Achilles and the Tatua. Da gibt darin einen Künstler, der Kunst betreibt bis zum Exzess. Die Scheibe kommt auch aus Hongkong. Innen wie außen. Auch nicht in Deutschland erhältlich. Wie so vieles. Nach Deutschland kommen ja nur Klassiker von Akira Kurosawa. Horrorfilme, egal wie billig sie auch sein mögen. Diese ganzen durchgepeitschten Neo-Splatter-Filme, die dann als überteuerte Mediabooks in Österreich erscheinen. Und gelegentlich mal Kriegs- oder Actionfilme. Aber so diese kleinen, feinen Filmchen. Diese Perlen hin und wieder schon. Die finden den Weg nicht. Auch wieder ein Blindkauf. Across the Gold Prairie. Geschichte eines Mädels und eines alten Mannes, der glaubt, er wäre jung und sie dringt so in seine Fantasiewelt ein. Spottbillig gewesen. Aber wie gesagt, Hongkong-Sachen bestelle ich weitestgehend blind. Dann Adiantum Blue, wie unschwer zu erkennen, ebenfalls wieder aus Hongkong.
auch wieder mit einem Schuber und ein bekanntes Gesicht. Hiroshi Abe. Den kennt man aus etlichen Filmen. Wir werden auch noch etliche Filme mit ihm zu Gesicht bekommen. Das hier ist die Sparbrötchen-Variante. Ja. Kein Inlay. Da habe ich ein paar davon. Bei Resident Evil hat man das auch schon. Entweder wurde es vergessen oder man sparte halt einfach. Ein Drama übrigens. Was nach Deutschland kommt, sind dann halt solche Sachen. Der Admiral Krieg im Pazifik. Pearl Harbor war erst der Anfang. Ein überragendes Kriegsepos. Naja, hier wird ein bisschen dick aufgetragen, weil das ist weniger ein Kriegs-Action-Film als vielmehr ein Drama um einen General bzw. Admiral. Ja, lesen müsste man können, nicht wahr? Koji Yakusho spielt da die Hauptrolle. Den Schauspieler hat man schon öfter gesehen, wenn man Filme von Kiyoshi Kurosawa sieht. Da macht er eigentlich fast jeden mit. Deutsche Blu-ray. Was sagen wir da? Wendecover. Wie gesagt, man versucht das hier so ein bisschen als Schlachten-Epos zu verkaufen, aber in Wirklichkeit ist es ein für japanische Verhältnisse fast schon differenziertes Kriegsdrama. Ja, Japaner gehen mit Kriegsfilmen meistens nicht sehr differenziert um. Adrift in Tokyo. Vom Regisseur von Turtles Are Surprisingly Fast Swimmers und Instant Swamp. Zu denen kommen wir später noch. Wunderschöner Film. Von meinem, ich habe schon mal erwähnt, erklärten Lieblingslabel Third Window Films, was Japaner in England zumindest angeht. Wundervoller Film. Es geht um einen jungen Taugenichts, der Schulden macht und eines Tages steht ein Schuldeneintreiber bei ihm in der Butze und will, was Schuldeneintreiber öfter mal machen, Schulden eintreiben. Nun, letzten Endes schafft der junge Kerl das natürlich nicht und bekommt dann vom Schuldeneintreiber ein Angebot. Er erlässt ihm den Schulden, gibt ihm noch was obendrauf, aber dafür muss er mit ihm spazieren gehen. Und zwar durch Tokio. Das Ziel ist die Polizeiwache. Warum dies alles geschieht, wird man im Laufe des Filmes noch erfahren. Nun, die zwei machen einen Spaziergang durch Tokio, durch die Nebengassen, durch ihre Vergangenheit. Beide Figuren öffnen sich einander. Man erfährt lustige und traurige Dinge. Und der junge Bursche findet auch so etwas wie eine Familie, die er eigentlich nie hatte. Sehr schöner Film. Unbedingte Empfehlung. Natürlich auch wieder nicht in Deutschland erschienen. Was lobenswerterweise aber in Deutschland rauskam, war Afterlife. Frühwerk von Hirokazu Koreeda, den ich sehr schätze. Der Mann kommt aus dem Dokumentarfilmsektor und das merkt man seinen Filmen auch an. Sie wirken sehr realistisch, teils improvisiert. Ein Film über das Zwischenreich, über das Leben nach dem Tod. Sehr interessanter Film. Kann man auch empfehlen. Ist auch nicht sehr teuer, die deutsche Scheibe. Und ebenfalls von Koreeda, vielleicht etwas ungewöhnlich für ihn, Erdol. Ein Film über eine Liebesbeziehung und über eine Liebespuppe, die zum Leben erwacht. So eine etwas, ich will nicht sagen abgedreht, aber doch schon etwas andere Variante des Pinocchio-Themas. Das ist auch wieder die Hongkong-DVD. Jo, sieht überall gleich aus. Den Film gibt es auch meines Wissens in England, aber wie so oft auch nicht in Deutschland. So, das war's dann auch erstmal. Ich versuche die Laufzeit der Videos ein bisschen, sagen wir mal, kurz zu halten, denn man will einen ja nicht überfahren. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, es ist alphabetisch, da die japanischen Filme so ziemlich die einzige meiner Sammlung sind, die wirklich streng alphabetisch einsortiert sind. Und da wir immer noch bei A sind, könnt ihr euch denken, da kommt noch einiges. Also, es war vielleicht nicht wirklich erhellend für euch, aber vielleicht wird man ja auf das ein oder andere etwas neugierig. Man weiß ja nie. Dann bis zum nächsten Mal.